Moin aus Osnabrück. Ja, schöne Grüße aus dem hohen Norden. Leider kann ich persönlich nicht vor Ort sein, da ich gestern Morgen noch, als ich mich auf Corona getestet habe, es doch wieder erraten positiv war. Ja, auf dem Wege deswegen eine Videoaufzeichnung meines Vortrages. Ich hoffe, es gibt einen kleinen Eindruck über das Thema, was ich gerne reden möchte: Pain Neuroscience Education, ein vergessener Baustein im Patientenmanagement. Ja, wie gesagt, mein Name ist Dirk Möller, ich bin Professor an der Hochschule in Osnabrück und schwerpunktmäßig im Bereich Physiotherapie und Sportwissenschaft unterwegs. Das ist auch unser Schwerpunkt an der Hochschule. Okay, ich würde sagen, ich starte einfach mal. Ich selber nehme ich mal weg. Wo ist denn die Maus? Da. So, ich bin weg und weiter geht's. Ich kann es leider nicht sehen. Vermutlich werden ein paar von Ihnen jetzt vielleicht zusammenzucken. Bei manchen werden vielleicht irgendwelche unangenehmen Erinnerungen auftreten. Beziehungsweise, ich habe es bei Studenten gehabt, denen ich das Video gezeigt habe. Eine sagte zu mir, ich war letzte Woche beim Zahnarzt und ich habe jetzt gerade auch wieder eine Spannung im Kiefer und es tut mir auch ein bisschen weh, wenn ich das Video sehe. So, einfach nur mal dahingestellt. Ich sehe was und es tut weh. Andere spannende Aussagen, das ist jetzt von ein paar Tauchern, die eine Kollision mit einem Hai hatten. Und spannenderweise sagen nicht alle, es ist da ein fürchterlicher Schmerz. Manche sagen, es war überhaupt kein Schmerz. Also man hat den Biss eigentlich gar nicht gefühlt. Manche sagten, das war kein Schmerz, es war einfach nur ein Druckgefühl. Oder manche haben eigentlich gesagt, die haben gar keinen Schmerz, bis sie operiert worden sind. Also auch da, man würde ja eigentlich erwarten, dass durch einen Haibiss ich eigentlich eklatant dramatische Schmerzen habe. Anscheinend auch nicht der Fall gewesen. Anderes Beispiel, das man vielleicht schon kennt, von 1995 aus der BMG. Ein Case Report war das. Geht zum 29-jährigen Bauarbeiter, kam in Notaufnahme, hat einen 15 cm langen Nagel durch den Fuß gerammt. Sich selber ist auf den Nagel gesprungen, dementsprechend doof gelaufen, an der Stahlkappe gerade eben vorbei. Er wurde sediert durch Fentanyl und Midazolam. Der Nagel wurde rausgezogen. Was man dann festgestellt hat, als man den Schuh ausgezogen hat, dass der Nagel genau zwischen zwei Zehen durchging und der Fuß war völlig unverletzt. Keine Schramme, keine Blutung, gar nichts. Also es ist nichts passiert. Trotz all dem hat er massivste Schmerzen gehabt, der Junge. Also auch da wieder die Frage, was ist da eigentlich los? Und dann kann man sich eigentlich die Frage stellen, oder sollte man sich die Frage stellen, was ist eigentlich Schmerz? Da gibt es eine sehr schöne Definition von der International Association of the Studying of Pain, die wurde jetzt 2020 erneuert, die bringt es eigentlich gut zum Ausdruck. Schmerz ist eine unangenehme sensorische und emotionale Erfahrung, die mit tatsächlichem oder drohendem Gewebeschaden verbunden ist oder dieser ähnelt. Also da werden eigentlich alle Türen geöffnet, um irgendwie, irgendwie einen Schmerz zu erklären. Also wir reden nicht nur von Sensorik, also dass irgendwo in der Peripherie was passiert über Reize, sondern auch wir reden über Emotionen. Wir reden nicht nur über einen richtigen Gewebeschaden, sondern auch schon einen drohenden Gewebeschaden. Also es muss auch gar nichts eingetreten sein und trotz all dem kann das mit Schmerz verbunden sein. Oder auch dieser ganzen Geschichte nur ähnelt. Also es ist ein sehr, sehr weit gefasster Begriff. Und ich glaube, das muss man sich immer wieder vor Augen führen, dass Schmerz extremst vielfältig ist. Und wenn man jetzt mal so ein bisschen in der Geschichte zurückgeht, das muss einfach sein, wenn wir mal 350 Jahre zurückgehen, Descartes, Philosoph damals, das werden die meisten kennen, das kartesische Schmerzmodell ist dieses schöne Glockenstrangmodell. Das heißt, wenn ich irgendwo jetzt hier wie das Männchen den Fuß ins Feuer halte, dann habe ich halt einen Reiz irgendwo im Fuß, eine Verbrennung und dieser Reiz wird weitergeleitet bis ins Gehirn und also der Schmerz wird weitergeleitet bis ins Gehirn und dort wahrgenommen. Es gibt also, Descartes sagt ganz klar, es gibt einen Zusammenhang zwischen dem Gewebeschaden und der Schmerzintensität. Das heißt, ich habe mehr Schaden, also mehr Schädigungen irgendwo in der Peripherie, dann habe ich automatisch auch mehr Schmerzen. Er spricht von Schmerzrezeptoren und vor allem der Schmerz ist inputbasiert, also vom Gewebe ins Gehirn. Das birgt, um es gelinde auszudrücken, ein paar Probleme mit sich, weil zum einen, das Modell ist 350 Jahre alt und die Schmerzforschung ist doch erheblich weiter vorangeschritten. Weiterhin, es gibt keine Schmerzrezeptoren, die wirklich Schmerzen wahrnehmen. Es gibt nur so, man könnte sagen, Gefahrenmelder, die im Prinzip Reize detektieren oder erfassen, die potenziell vielleicht Schmerzen entwickeln können, um es vorsichtig auszudrücken.
Und vor allem chronische Schmerzen kann ich so nicht erklären. Wir kennen es ja im Prinzip bei Bandscheibenvorfällen teilweise, wenn Patienten akut Schmerzen haben, das passt ja auch logischerweise, aber irgendwann, wenn der Schaden ausgeheilt ist, wenn der strukturelle Schaden ausgeheilt ist, haben die ja teilweise noch ebenfalls auch genau dieselben Schmerzen, vielleicht sogar stärkere Schmerzen oder ausgebreitete Schmerzen. Also das passt da überhaupt nicht rein in dieses kartesische Modell. Und was eigentlich noch dramatischer ist aus meiner Sicht, ist, dass das Modell heutzutage noch in manchen Köpfen verfestigt ist. Weil, wie gesagt, die Schmerzforschung ist weiter und Descartes ist eine gute Grundlage gewesen damals, um überhaupt sich weiterzuentwickeln, aber es ist momentan, nicht momentan, es ist überhaupt nicht mehr aktuell. Was da hingegen eigentlich ein Modell ist, was aktuell ist und gut das Ganze erklärt, auch mittlerweile wird es weiterentwickelt, ist die Geschichte von Melzack. 1999 hat er angefangen, sich damit zu beschäftigen und hat diese sogenannte Neuromatrix-Theorie aufgestellt. Die sagt letztendlich aus, dass jedes Individuum ein Neuronennetz, also diese Neuromatrix, jedes Individuum hat ein Neuronennetzwerk und dieses ist genetisch festgelegt bei der Geburt. Es wird aber dann im Laufe des Lebens, im Laufe der Erfahrung besser gesagt, wird es beeinflusst durch äußere Einflüsse, durch Schmerzen, durch positive, negative Erfahrungen, verändert sich dieses Neuronennetzwerk. Da ist der große Begriff Neuroplastizität natürlich ganz, ganz zentral, dass das Gehirn sich auf die Herausforderung anpasst einfach. Und das passiert das Leben lang. Und daher kann man sagen, jede Neuromatrix ist unterschiedlich. Das heißt auch so gesehen, jeder reagiert auf Reize unterschiedlich. Und Informationen, die in diese Neuromatrix, also ins Gehirn letztendlich einfließen, also das sieht man in der Abbildung links, Input in die körpereigene Neuromatrix. Das können natürlich die sensorischen Reize sein, die wir alle kennen, logischerweise. Ich hau mit dem Hammer auf den Finger. Es kann aber auch Wissen sein oder Erfahrung oder affektive Geschichten, Stress zum Beispiel. Das alles wird vom Gehirn verarbeitet und dann abgeglichen mit Erfahrung und allem, was dazu zusammengehört. Und es wird eine spezielle Neurosignatur auf diese Reize entwickelt, also ein bestimmtes Output-Muster. Und diese Neurosignatur, die wiederum verteilt sich im Gehirn und sorgt dann letztendlich dafür, dass eine bestimmte sensorische Qualität oder dass der Mensch eine bestimmte sensorische Qualität empfindet, also Schmerz zum Beispiel oder Stress oder was auch immer. Im Körper selber kann es da noch zu entsprechenden Stressregulationen kommen und das Immunsystem verändert sich und so weiter. Also man kann sagen, Schmerz ist hier eine multidimensionale Erfahrung, die durch charakteristische Neurosignaturen erzeugt wird. Also wirklich, ich habe nicht nur diesen rein sensorischen Input, sondern ich habe viele Bereiche, die im Prinzip einen Einfluss haben und das alles zusammen wird vom Gehirn bewertet und individuell dann eine Reaktion herausgezogen. Das kann man hier an dem Beispiel sehr schön sehen. Gerade dieser Bereich Affektiv oder Wissen letztendlich, wie das auch den Schmerz beeinflusst. Das ist eine sehr schöne Studie von Mosley, von 2003 schon, also schon ein relativer Klassiker. Was haben die gemacht? Die haben mit einer Thermode einen sehr kalten Schmerzreiz von minus 20 Grad kurzfristig auf den Handrücken mit verschiedenen Kontextfaktoren appliziert. Zum Beispiel haben die Leute entweder auf die Hand drauf geguckt oder nicht hingeguckt. Die wurden vorher gewarnt, mit geschlossenen Augen, mit offenen Augen. Und die Probanden sollten dann jeweils bewerten die Temperatur, die Schmerzintensität und das Schmerzgefühl. Und eine Testsituation war, dass die vor dem Reiz ein rotes Licht gesehen haben. Und dieses rote Licht blieb dann während des Reizes bestehen oder ein blaues Licht, Zufallsgenerator. Und was sich herausgestellt hat, ist, dass die Kombination des Schmerzreizes, der minus 20 Grad, mit einem roten Licht, das wurde als heißer, schmerzintensiver und unangenehmer empfunden als die Kombination mit einem blauen Licht. Ein rotes Licht empfinden wir immer mit Warnung, mit Gefahr, mit Feuer. Und blaues Licht ist eher so, ich sag mal, Strand, Karibik, lecker am Strand liegen. Das ist eher das Angenehme. Blaues Licht, Wasser, ist alles schön. Also da gesehen, durch visuelle Reize in dem Fall durch die eigene Erfahrung wurde der Schmerzreiz verändert. Ja, das ist so nochmal eine Bestätigung letztendlich dafür, dass diese Geschichte von der Neuromatrix eigentlich ein ganz gutes Modell ist. Das heißt, wenn man davon zurückgeht, was ist Schmerz? Das ist ja die Geschichte von der IASP, sorry. Um es aufs Klinische runterzubrechen, was glaube ich ganz gut hilft, ist, Schmerz ist eigentlich das, was der betroffene Patient als Schmerz angibt und was er als Schmerz definiert.
finde ich ganz wichtig, dass ein Patient, wenn mein Patient mir sagt, das tut mir weh, auch wenn ich es mir nicht erklären kann, und ich davon ausgehe, dass er mir keinen Unsinn erzählt, dass er da Schmerzen hat einfach nur. Warum auch immer. Das weiß ich vielleicht in dem Moment gar nicht. Das muss ich halt versuchen herauszufinden. Okay. Um einen Bogen zum Sport zu spannen, weshalb das eigentlich ganz interessant ist, es gibt aus dem letzten Jahr eine Umfrage von Buhmann und Kollegen, Schmerzempfinden im Spitzen- und Amateursport aus biopsychosozialer Perspektive. Ist ganz interessant, die haben den deutschen Sportschmerzfragebogen genommen und das mal bei Sportlern abgeglichen. Es zeigt sich, dass 44% der Sportler eine erhöhte Schmerzintensität haben, grundsätzlich, Numeric Rating Scale mehr als 3, und die Punktprävalenz, also in dem Moment, wo gefragt worden ist, von chronischen Schmerzen liegt bei 28%, also ist nicht zu unterschätzen. Spannend ist auch, dass bei erhöhten akuten Schmerzen, Fragebögen haben es ergeben, dass die körperliche Lebensqualität, mentale Lebensqualität, Schlafqualität reduziert war, Stress und Risiko für Depressionen erhöht war bei akutem Schmerz. Bei chronischen Schmerzen sieht man ja auch jetzt hier, steht es ja, die Lebensqualität ist herabgesetzt, Schlafqualität ist herabgesetzt. Also es sind schon Faktoren, die auch die Leistungsfähigkeit der Sportler mit Sicherheit beeinflusst. Und eine Schlussfolgerung war, und das finde ich sehr wichtig, die Ergebnisse zeigen die dringende Notwendigkeit auf, das gegenwärtige Schmerzmanagement und die gesundheitliche Aufklärung im Sport zu optimieren. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Botschaft, dass wir wirklich auch lernen, die Aufklärung bezogen aufs Schmerzmanagement oder aufs Schmerzmanagement insgesamt zu ändern. Und dazu gehört es natürlich auch, dass ein mündiger Mensch, ein mündiger Patient, ein mündiger Sportler weiß, was eigentlich sein Schmerz ist, wodurch der entsteht. Und da greift jetzt das Thema meines Vortrages Pain Neuroscience Education. Was ist das? Das ist eigentlich eine Reihe von Edukationen. Es geht darum, man will dem Patienten ein Verständnis vermitteln oder Verständnis näher bringen, was ist eigentlich Schmerz, was ist die Funktion von Schmerz und was steckt da neurobiologisch hinter. Also als rein Verständnis soll geweckt werden. Das ist ganz, ganz wichtig. Und es geht darum, dass man versucht, über die Wissensvermittlung eine konzeptionelle Veränderung des Lernenden zu erreichen. Das ist eine schöne Abbildung vom NOI-Institut aus Australien, von dem Kollegen Moog ins Deutsche übersetzt worden. Das ist eigentlich ganz schön beschreibt. Also ich habe natürlich den Sender, das sind wir Therapeuten, wir Ärzte. Wir vermitteln eine Botschaft an den Lernenden in seinem Kontext. Und da gibt es bestimmte Voraussetzungen und bestimmte Sachen, die man beachten muss, auf die ich gar nicht großartig weiter eingehen will. Dann geht es schon sehr in die Tiefe. Also ich muss versuchen, im Prinzip den Sportler oder den Patienten zu vermitteln, warum er seinen Schmerz hat. Und das ist gar nicht mal so einfach, aber eigentlich ist es doch einfach, weil es macht Spaß, sage ich mal einfach. Viele stellen sich die Frage, wie arbeite ich damit eigentlich? Gibt es da einen Standard für? Und es zeigt sich auch durch Studien, nein, es gibt keinen Standard, wie ich zum Beispiel Schmerz erkläre. Es gibt eine Studie von Lowe, die Gruppe hat sich genau angeschaut, mit welchen Bildern arbeite ich, weil oftmals arbeitet man sehr gerne mit Bildern und versucht, den Patienten zu vermitteln, wie seine Gehirnfunktion im Rahmen von Schmerz funktioniert. Und das hat sich in der Studie gezeigt. Es wurden mehrere Metaphern, Botschaften, Geschichten verglichen. Grundsätzlich alle Ansätze wurden von Patienten als hilfreich oder sehr hilfreich bewertet werden. Kein Ansatz war statistisch überlegen. Und das ist eine schöne Schlussfolgerung eigentlich. Das heißt eigentlich völlig egal, allgemein nicht völlig egal, welche Informationen, aber völlig egal, wie wir diese Informationen vermitteln. Wichtig ist, dass sie halt sehr individuell ist und auf Patienten abzielt. Ich selber, das habe ich zum Beispiel letzte Woche, nee, vorletzte Woche habe ich das Ganze mit einem Patienten gemacht. Zwei Erkenntnisse. Erstens, ich kann überhaupt nicht malen. Man kann es vielleicht erkennen. Ich habe da links oben Menschen gemalt. Rechts daneben soll das Gehirn sein mit den grünen Punkten. Das ist so diese Neurosignatur. Unten sieht man einen Rückenmark. Und dann habe ich noch so diese Verschaltung vom ersten und zweites Neuro. Vom ersten auf zweites Neuron habe ich nochmal vergrößert, so eine Filterfunktion. Ich habe einfach versucht, parallel den Patienten, das war online, zu erklären, was passiert eigentlich. Der hatte Schulterschmerzen gehabt oder Schulterblattschmerzen gehabt. Was passiert da? Und dann sieht man auch, ich habe da mit Plus und Minus angezeichnet, was ist gut, was beeinflusst positiv sein Gehirn diesbezüglich, was ist negativ. Und so kann man mit dem Patienten eigentlich so ein Modell schön entwickeln und kann dann auch in die Tiefe gehen. Also, es ist sehr effektiv.
Und das Ganze funktioniert auch. Das ist eigentlich ganz, ganz klasse. Andere schöne Geschichte, was auch schön ist, weil oftmals, so ging es mir selber auch, dass ich mir gefragt habe, kann ein Patient das überhaupt verstehen, wenn ich anfange, über Neuronen zu sprechen, wenn ich über Synapsen spreche, wenn ich über neuronale Verschaltung spreche, was die Grundlage für Schmerz ist, versteht das überhaupt ein Patient? Ja, die verstehen das. Auch eine alte Studie von Mosley. Die haben sich eigentlich mal angeschaut, grundsätzlich Vertreter der Gesundheitsberufe, also Physios, Logos, Ergos, Psychologen, Ärzte, Athletiktrainer haben einen Test durchlaufen, einen Test zur Neurophysiologie des Schmerzes. Dann haben sie eine Schmerzschulung gekriegt und dann wurde der Test nochmal wiederholt. Das sieht man oben auf der Abbildung. Man sieht schon direkt, sowohl Patienten wie auch Vertreter des Gesundheitsberufes sind in der Lage zu lernen. Das ist schon mal gut. Also man weiß, Patienten können lernen. PNE, also Pain Neuroscience Education. Vertreter Gesundheitsberufe auch. Ist auch schon mal wichtig. Was allerdings auch ein bisschen erschreckend ist, dass Vertreter der Gesundheitsberufe die Fähigkeit von Patienten, PNE zu verstehen und nachzuvollziehen, oftmals als sehr gering einschätzen. Das heißt, wir trauen unseren Patienten eigentlich gar nicht zu, das zu kapieren. Das zeigen hier die vier roten Rechtecke. Das sind halt die Diskrepanzen bei Ärzten, Psychologen, Physiotherapeuten und Athletiktrainern. Also zum einen das, wo die Ärzte sich einschätzen und wo sie einschätzen, wo die Patienten sind. Wo die Ärzte sich einschätzen. Nein, Entschuldigung. Wo die Ärzte, Psychologen, Physiotherapeuten und Athletiktrainer sich einschätzen und wie die jeweiligen Gruppen die Patienten einschätzen. Das finde ich schon relativ erschreckend, dass wir den Patienten eigentlich wenig zutrauen. Ich glaube, da müssen wir auch viel mehr Vertrauen haben, dass Patienten das schon kapieren. Dann will ich noch ganz zum Schluss ganz kurz was zur Evidenz sagen. Also, was ich gerade erzählt habe, ist alles evidenzbasiert. Es gibt unendlich viele Studien, die zeigen, dass Pain Neuroscience Education in Kombination, aber auch alleine Effekte hat. Sehr häufig hat es Effekte auf Bewegungsangst, Katastrophisierung oder Beeinträchtigung, aber auch auf den Schmerz selber. Wie gesagt, es gibt ein paar Studien, die es auch alleine untersucht haben, die zeigen auch, dass es alleine funktioniert, aber in Kombination ist es eigentlich noch effektiver, sei es mit Exercise-Therapie oder mit Physiotherapie, sehr effektiv. Wie gesagt, es gibt viele, viele Reviews, viele, viele Artikel dazu. Es lohnt sich da mal rumzustöbern und zu schauen, was da alles möglich ist. Eine Sache, auf die ich noch hinweisen will, was ich persönlich sehr spannend finde, wo es noch wenig Forschung zu gibt, was ich glaube auch zukünftig vielleicht noch besser untersucht werden sollte, ist, wenn ich präoperativ Pain Neuroscience Education durchführe. Hier eine Studie von Hluch, die haben PNE in Kombination mit einer Kniegelenksmodulation durchgeführt. Vier Einheiten, jeweils eine Schmerzaufklärung gemacht, also was ich gerade erzählt habe, und parallel dazu eine Kniegelenksmodulation durchgeführt. Und das zeigt postoperativ positive Effekte auf die psychologischen Faktoren Katastrophisierung und Bewegungsangst bei Knie-Tap-Patienten im Vergleich mit einer Kontrollgruppe. Das finde ich insofern ganz spannend, weil oftmals auch Patienten gerade nach einer Operation Angst haben, was kann ich überhaupt noch in meinem Leben? Kann ich noch für das alte Leben führen? Wie stark bin ich eingeschränkt? Ich habe Angst vor Bewegung. Und wenn das dadurch schon auf eine ganz einfache Art und Weise reduziert wird, finde ich, ist es auf jeden Fall eine Geschichte, die man weiter verfolgen sollte. Da ist noch interessant zu erwähnen, dass die Kontrollgruppe bestand aus einer Gelenkmobilisation und einer Aufklärung rein biomechanisch. Da wurde die Gelenkkinematik erklärt, wie bewegt sich ein Gelenk und so weiter, bla bla bla. Die war gegenüber der PNI unterlegen. Spannend wäre es jetzt, da gibt es leider, das haben die leider nicht verglichen, wie diese präoperativ durchgeführte PNI in Kombination mit Mobilisation gegenüber überhaupt keiner Therapie im Vorfeld wirkt. Ich vermute, da wären die Unterschiede noch deutlicher geworden. Also präoperative Schulung mit Sicherheit ein ganz spannender Bereich. Take-home-Message. Was kann man sagen? Schmerz ist mehr als ein rein sensorischer Input. Ich hoffe, das kommt so anfänglich so ein bisschen rüber auf jeden Fall, dass Schmerz mehr ist. PNE, Pain Neuroscience Education, sollte oder kann nur in einem biopsychosozialen Denkmodell effektiv sein. Das heißt, ich muss den ganzen Menschen mit einbeziehen. Ich kann nicht nur die rein biologische Seite sehen, nicht nur die psychologische und nicht nur die soziale Seite. Ich muss alles mit bedenken. PNE sollte Bestandteil eines gesamten Therapiemanagements sein. Es sollte niemals alleine stehen. Ich glaube, effektiv ist es als ein Add-on. Und
Darauf bin ich gar nicht eingegangen, das ist ein eigener Bereich für sich. PNI braucht eine gute und empathische Kommunikation. Also es muss die Chemie zwischen Patient und Therapeut, Arzt, Trainer muss einfach stimmen, weil das ist ein Miteinander. Ich arbeite miteinander, ich bewege mich eigentlich als Therapeut auf ein ganz sensibles Feld, weil der Patient oftmals schon Schmerzen, oftmals schon Probleme hat. Und deswegen glaube ich, dass eine gute empathische Kommunikation da ganz, ganz wichtig ist. Okay, man sollte Schmerz nicht als Zeichen für eine Verletzung betrachten, sondern als eine individuelle menschliche Erfahrung. Wall 99, glaube ich, auch eine ganz, ganz interessante Botschaft, die ich einfach so mal im Raum stehen lassen will, weil ich glaube, sie ist richtig. Okay, Dankeschön für die Aufmerksamkeit. Ich versuche mal einmal kurz mein Bildschirm wieder rauszuholen. Moment, wo bin ich? Bin ich wieder da? Nein. Nee, ich finde mich gerade nicht wieder. Jetzt würde ich gerne nochmal in die Kamera lächeln. Das mache ich nochmal eben schnell. Moment. Zack. Da bin ich. Okay, Dankeschön für die Aufmerksamkeit. Ich mache es ein bisschen kleiner. So, bei Fragen, ich kann sie jetzt nicht beantworten, gerne per Mail. Und ich stehe gerne zur Verfügung und freue mich auf Rückmeldung. Und ich hoffe auch in Pforzheim schöne, angeregte, vielleicht auch kontroverse Diskussionen zum Thema. Weil es ein wichtiges Thema ist. In dem Sinne, Grüße nach Pforzheim. Tschüss.